herzlich willkommen YouTube, hier wieder bei Bro Gaming. Natürlich wieder mit meinem Bruder Kai und mit mir Manu. Ja, Part 10 von FIFA 14 Ultimate Team steht an. Und ja, schauen wir mal, neue Liga, neue Gegner und vielleicht auch neues Glück. Ja, du hast ja sowieso immer Glück. Ja, ich sehe, der hat Arthur Borisch im Tor. Ja, hatte ich auch so noch nie gehabt, dass mal einer Arthur Borisch hat. Schauen wir mal. Ja, die Trikotwahl ist suboptimal. Beide so dunkel. Gut, schon mal auf dem falschen. Oh, da schon mal gut durch. Oh, ich hätte zurückgelegt auf den Nachrückenden da. Oh Mann. Der den hier sehen, aber. Duati muss erstmal gefordert in der Anfangsphase. Das kam bisher sogar noch nicht großartig. Oh, ich wollte eigentlich scheiße. Ich wollte eigentlich gerade. Du wolltest eigentlich scheiße? Scheißen, mal du wolltest scheißen, ja? Nee, das war ich vorhin schon. Das brauche ich nicht mehr. Was ist denn das für ein Spieler? Ist aber trotzdem komisch. Da hat ein Spieler so einen Zopf von dem. Was ist denn das für ein Spieler? Das ist ein Samurai. wie sah es eigentlich mit deiner Transferpolitik nach der überstandenen Saison aus? Ach so, ja. 1000 Münzen eingesetzt. Mein Ding hatte er 7000 und ich plus 5000. Warum auch immer? Ja, keine Ahnung warum. Ja, weiß ich selber nicht. Mitleidsbonus oder so, oder? Ja. Schlecht und bestimmt. Ja. Braucht es das Geld? Nee, ja. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert, muss ich sagen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich Alexandre Song geholt habe für die 6er Position. Die war noch sehr schwierigweise. Ja, war ihm halt der Spieler nicht so. Oh, Pepe, ein ganz starker Kopfball. Es geht schon so scheiße los hier. Ja, wie gesagt, ich habe Song geholt für 900 Münzen. Bloß. Und ja, aber er spielt jetzt noch nicht mit, weil er noch nicht fit ist. Ja, wie immer, der Neuzugang sitzt auf der Bank. Ja, er muss sich erstmal an die Mannschaft gewöhnen. Ja, im Training und so. Im Training, ja. Ja, und auf der Bank muss er sich erstmal reißen. Ja. Genau, er muss. Ja, und von dem restlichen Geld habe ich Mitarbeiter gekauft. Cheftrainer habe ich da geholt. Die kompletten goldenen und die normalen Silber und Bronze, weil die Spezial-Silber-Trainer sind sehr, sehr teuer. Irgendwas für uns. Ja, gut, ja. Und ganz null. Das gibt's doch nicht, ey. Wunderbar läuft das. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Zu meinen Transfers und sowas. Warum steht Klose bei mir niemals so frei? Kommen wir mal zum Gegner. Der Gegner nennt sich, Achso, du hast ja einen Gegner. Sine, aber was stand da eben? Wie nennt er sich? 1999? Vielleicht ist er auch 99 geboren, weiß man's. Ist er jetzt, entweder 14 oder schon 15, wenn er im Januar geboren wurde. Boah, ist das. Und sehr schön, das 3 zu 0. Ich gehe mal stark davon aus, dass er gleich ausmacht und das Let's Play geht in bloß 3 Minuten. Achso, ach, 4 Minuten nehmen wir jetzt erst. Ja, 4 Minuten. 4 Minuten gleich. Erst. 4 Minuten nehmen wir erst auf und ich führe schon 3 zu 0. Ich glaube, das ist seit langem. Ja, das stimmt so. Also ich habe jetzt, ich dachte, ich kriege jetzt mal einen stärkeren. Aber ich habe ja jetzt einen Mitarbeiter. Ja, das dadurch, das macht den großen Unterschied. Obwohl ich sehr viele Anfangsprobleme hatte. Vorhin. Bei mir. Ja. Ah, oh, scheiße! Oh, hat er zu viel gewollt. So ein Kackauer. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, wer der Innenverteidigung. Ja, kann ich auch mal drauf achten, wenn ich Lust habe. Wenn du Lust hast? Ja. Negredo hat er ja, stimmt ja. Gabi. Wen noch? Das ist Elisei, wie er heißt. Habe ich noch nie gesehen irgendwo. Von mir oder was? Ja. Elisei? Ja,
weiß ich jetzt auch nicht, wo der jetzt nochmal spielt, aber gesehen habe ich. Also jetzt in echt spielen sehen habe ich ihn bisher nur einmal, glaube ich. Du machst den öfter sie sehen, wenn du ihn nur einmal. Ja, bei FIFA meinte ich. So. Oh! Rot, rot! Scheiße! Und da hat Illy soll ich gleich mal Geld gesehen. Darauf erstmal einen Schluck Bier. Ah, ich zeig Bier nicht. Ja, ich wollte den. Ich bin schon Granero. Oh, Illy soll muss aufpassen. Ach, Belor, der ist auch wieder Fuchsteufel wild hier zusammengestellt, die Mannschaft. Oh, oh Gotti! Was ist denn jetzt vor? Ah, dein Torwart ist ja nicht gerade so berauschend. Warum hat er den jetzt kassiert? Das ist ja so ein Blödsinn schon wieder. Also das regt mich jetzt wieder voll auf, weil. Weil jetzt denkt er wieder, er könnte rankommen und. Das. Oh, ey, hallo! Ja. Deine Seite. Das hat man damit eben gerade gemerkt. Das sind Papon? Kenn ich nicht. Ey. Gamairo. Ah, jetzt bist du durch. Boah, Borosch. Im Stil eines Innenverteidigers. Kretscht da rein. So ein schlechter Pass. Wie kann man den Pass so spielen? Das macht immer so eine lange Bälle auf diesen paar Bonnen, wie er heißt. Na, der scheint sehr schnell zu sein. Ja. Oder er hat ihn verstärkt. Der Keen hat er hoch. Er ist aber nicht besonders schnell. Soweit nicht mehr. Ne, bei FIFA 12 oder 13? Dann war er noch sehr schnell eingestellt. Ja. Und draufschießen, weil da passen müssen. Oh! Rakitic, was war denn das im Grund? Ah, langsam wird er wieder besser, er konzentriert sich mehr, weil er einen Anschlusstreffer gemacht hat. Boah, Elisoy hat sehr viele Probleme auf seiner Seite. Ich glaube, da müsste ich jetzt mal wechseln in der Halbzeit hin. Ich habe ja noch Antunes, so wie der heißt, glaube ich, auf der Bank. Müsste ich eigentlich. Er hat keine Anspielstation, ne. Keiner läuft sich sinnvoll frei bei ihm. Hat er nochmal für eine Formation? Ja, was war denn das? War halt auch 4-3-3 oder so. Nee, glaube nicht. Boah, schießt der drauf, ey. Wie dumm. Lass immer alle drauf schießen. Blödsinn. Ja, Eli soll ich definitiv rausnehmen, weil der hat sehr viele Probleme auf seiner Seite da. Oh, auf dem falschen. Der sollte auf den Linksverteidiger gehen. Der dumm. Ja. Aber wenn sie Platz haben, die Gegner, dann wissen sie immer nicht, was sie machen sollen, ey. Jeweils deine. Mein Gott, ey, jetzt, ja, er hat jetzt so FIFA auf seine Seite. Nur weil er einen Anschlusstreffer gemacht hat. Oder er konzentriert sich mehr. Und spielt besser. Chico ist das hier, der mit dem Zopf. Kenn ich nicht. Und, naja. Oh. Hm. Gute Frage. Und jetzt muss ich meinen Linksverteidiger wechseln. Ja, mein Gegner war ja vorhin auch stark am Anfang und nach dem 2-0 ist er dann schwächer geworden. 4-4-2 hat er. Standardformation also. Weil die ganzen Malformationen. Ja, Antunes kommt rein. Besser ist. Bevor Eli Soy noch gelb kriegt, hier gelb-rot kriegt. Aber es ist doch zu seinem Besten, denn wenn er hier noch eine Karte bekommen hätte, dann wäre er im nächsten Spiel gesperrt und das wäre dann noch ärgerlicher gewesen. Sendo, nicht Ziel, weißt du. Ach, egal. Was soll's? Ja, man könnte auch sagen, Scheiße. Pass auf. Pass. Scheiße. Scheiße 1999. Die Flanke kommt. Wow. Ja, dein Torwart, der springt immer so komisch zu den Bälle hin, ey. Boah. Total schlecht gespielt. Jetzt müsste er angespielt werden. Gefährliche Flanke. Und das 4-1. Nochmal Euro fast mit 2. Und mein Gegner macht aus. Das war klar. Gut, Antunes könnte jetzt nicht viel zeigen jetzt in der zweiten Halbzeit. Naja.
Ah ja, und ich habe nur ein paar Münzen gekriegt, scheiße. Ja gut, Leute. Nochmal bis zum nächsten Mal. Aber nur so der Beste. Ja, dann denke ich mal auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play FIFA 14 Ultimate Team.